Aktion mit dem Abnehmen von Überbleibsel von Plakatierungen ist eine Arbeit, die ich schon gemacht habe. Deswegen wurde ich auch von dieser Künstlergruppe gefragt, ob ich das wiederholen würde, ja, bei der Skulptur von Lenk. Da ging es mir aber mehr um irgendwie versteckte Botschaften oder vermutete Botschaften, die hinter solche Reste von Plakate sich vermuten lassen. Und hier dagegen geht es im Grunde genommen um eine Wiederaufwertung von einem Kunstwerk, der 77 entstanden ist und im Grunde genommen jetzt vollkommen zuplakatiert wurde und nicht mehr richtig wertgeschätzt werden kann. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, das Meditative, das da mit drin steckt, das kannst du ja auch in der japanischen oder in der buddhistischen oder shintoistischen Seite sehen. Das ist auch ein Tor. Da kannst du auch nicht sagen, das sehe ich nicht. Oder nicht. Das ist auch ein Symbol, ein Tor, ne? Nach Stuttgart oder von Stuttgart weg. Und so heißt das auch, Stuttgarter Tor. Man kann schon sagen. Wir sind am Bahnhof. Ah ja? Also ein Tor hat für mich irgendwie, ein Tor sollte für mich ja eigentlich so sein, dass ich richtig durchgehen können, ohne dass da irgendwas ist. Ja, das kann man. Ja, ich muss aber erst einen Umweg machen. Ja, das ist nicht so ganz hundertprozentig leicht gemacht. Das ist so ein bisschen der hier. Ne? Ja. Macht kann mit schlechter Politik was zu tun haben oder mit guter Politik. Den Zusammenhang kann ich sehen. Aber die Reste, diese Plakatierungen werden auch wieder gezeigt und neu inszeniert. Aber ganz oben. Deswegen. Also ich finde es prima. Aussagen, das ist natürlich nicht mehr vor.